Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um eine Diskussion. Und zwar in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler gab es etwas zu feiern und aus diesem an sich sehr, sehr positiven Grund ist dann eine Diskussion entstanden, die aber auch sehr, sehr positiv ist, weil sie uns wahnsinnig viel zum Lernen bringt. Und um was es da alles geht und worauf ihr achten müsst, wenn ihr mal außerhalb der üblichen Märkte unterwegs seid und ob nackte Optionen wirklich so ein großes Risiko sind, wie es immer behauptet wird. Und warum manche Menschen vielleicht Risiken sehen, wo andere überhaupt keine Risiken sehen, das klären wir alles jetzt in diesem Video. Kurzes Intro und dann geht's los. Also, was ist passiert? Am Dienstag dieser Woche, ich scrolle so abends durch unsere Facebook-Gruppe und sehe einen Kommentar. Und zwar dieser Kommentar, und ich blende ihn jetzt für euch hier auch mal ein, der kommt von Claudia Kamerowski. Und Claudia hat geschrieben, Leute, I did it, mein erster Trade, frei nach Jens Rabe. Lieber Jens, dir meinen herzlichen Dank für dein Engagement mit vielen Videos, aus denen ich schon unendlich viele gelernt habe. Liebe Grüße an die Optionsstrategien Happy. So. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Liebe Claudia, herzlichen Glückwunsch. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, ne? Was hat die Claudia denn bei uns überhaupt gekauft? Also was hat sie denn? Und sie hat ihren ersten erfolgreichen Trade gemacht mit unserem Basiskurs. Ne? Der Basiskurs, den gibt es mittlerweile nicht mehr, den haben wir eingestellt. Der hat 5 Euro gekostet. 5 Euro plus kostenlose YouTube-Videos haben ihr geholfen, ihren ersten erfolgreichen Trade zu machen. Sehr, sehr cool. Also ich bin sehr stolz auf dich, Claudia. Du wohnst, glaube ich, in Berlin. Viele Grüße nach Berlin. Ganz, ganz toll. Und ich finde, es ist wirklich was, wo man stolz darauf sein kann, wo du stolz darauf sein sollst. Und lass dich da ja nicht von irgendjemandem was anderem einreden. Der erste Trade ist immer der schwierigste. Und wenn du den erfolgreich gemeistert hast, dann ist das schon ein ganz großes Lob. So, jetzt ist Folgendes passiert. Und zwar kamen natürlich dann etliche in die Diskussion oder haben gesagt, hey, super, Gratulation und so. Und dann kam ein Teilnehmer aus unserer Gruppe und hat gesagt, ja, was wäre denn passiert, wenn du am so und so vielten eine Option gehabt hättest in Crude Oil, die hätte sich vervielfacht und dann wäre dein ganzes Konto futsch gewesen und so weiter. Ne? So, also jetzt sinngemäß, das ist jetzt kein wörtliches Zitat und es geht jetzt auch gar nicht darum. Und dann entspannt sich so ein bisschen eine Diskussion, wo man sich im allerersten Moment fragt, hey, wieso müsst ihr denn auf so ein positives Ereignis, wenn jemand sagt, hey, ich hab's gemacht, ich habe den ersten Schritt getan, wieso müssen dann immer gleich die Zweifler und Nörgler kommen? Ne? Ich persönlich habe das auch überhaupt nicht so negativ gesehen, sondern ich dachte, hey, das ist cool, da kann man nämlich ein schönes Video rausmachen und zwar über ganz, ganz viele Dinge. Und zwar fangen wir mal das Erste an, was ich da gesehen habe. Und zwar derjenige, der das geschrieben hat, also der Robert, viele Grüße, weil wir kennen uns auch persönlich, denn Robert hat 2014, also jetzt schon vor 5 Jahren, einmal bei uns ein Seminar besucht und er hat also eine Abneigung gegen nackte Optionen. Und wie er dann in den Trade, was er hier auch beschrieben hat, ist ihm vielleicht auch schon früher mal passiert. Falls nicht so ist, Robert, kannst du das gern hier mal kommentieren oder auch mir selber schreiben. Wahrscheinlich hat er irgendwann mal eine oder nackte Optionen geschrieben, also Short Calls, Short Puts, was auch immer. Und dann sind die deutlich gegen ihn gelaufen und er hat Verlust gemacht, vielleicht auch einen Verlust, der größer war, als er erwartet hat. Und jetzt ist natürlich Folgendes passiert, nämlich jetzt ist seine Denke ist jetzt so, nackte Optionen sind etwas Gefährliches. So, okay. Und da kann man überhaupt nichts dagegen sagen, weil wie lernen wir denn? Wir lernen immer aus persönlichen Erfahrungen. Wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich, nackte Optionen, also das heißt Optionen ohne Absicherung, sind überhaupt nicht gefährlich. Ne? Das ist überhaupt nicht gefährlich, sondern das haben wir ja kürzlich auch erst in einem Video hier, wo es um die, ich glaube, das war sogar letzte Woche, wo es ja um die Optionseller.com ging, also die mit Natural Gas auf den pleite gegangen sind. Da haben wir ja auch gesagt, hey, waren die Optionen an sich das Riskante oder war die Positionsgröße das Riskante? Und wir haben festgestellt, naja, die Positionsgröße war es. So, und hier sehen wir aber wieder, ich empfinde das überhaupt nicht als riskant. Warum? Weil ich eben extrem großen Wert auf Positionsgröße lege und jemand anderes empfindet das aber als absolut riskant und sagt,
Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich kenne sogar Leute hier aus der Branche, die sagen, mit nackten Optionen gehst du pleite und erzählen dann aus einem eigenen institutionellen Erleben, was sie mal selbst hatten. Und wenn man sich dann aber diese Trades anschaut, muss man sagen, ja, ihr wart natürlich aber auch mit so riesigen Positionen im Markt unterwegs, dass es völlig klar war, dass ihr über kurz oder lang mal pleite gehen müsst. Ne? Also das ist so ein bisschen wie, wenn jemand sagt, er macht eine Martingale, dann weißt du auch, über kurz oder lang wird er mal pleite gehen, wenn er immer wieder Martingale betreibt. Das heißt also, man muss immer sehen, wenn jemand eine Meinung äußert, das kann ich sein, das kann ein anderer sein, dann hat das sehr, sehr häufig etwas mit persönlichen Erleben zu tun. Ne? Und wir sind natürlich alle immer extrem subjektiv in dem, was wir sagen. Also wenn ich sage, das funktioniert super und das ist ein tolles Geschäft, dann warum sage ich das? Weil es für mich toll ist, weil es für mich super funktioniert. Und wenn jemand anders sagt, nee, das funktioniert überhaupt nicht, dann ist meist die Begründung die, dass es für ihn persönlich nicht funktioniert hat. Und weil es für ihn persönlich nicht funktioniert hat, sagt er, das alles funktioniert nicht. Die Wahrheit wäre, dass man sagen müsste, hey, passt mal auf, Optionshandel, Verkauf von Optionen, für mich, hier, Jens Rabe, funktioniert das ganz, ganz hervorragend und für viele andere auch. Und für andere hat es nicht funktioniert, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Aber pauschal zu sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht, das kann man überhaupt nicht, sondern man muss immer sehen, was sind die Erlebnisse, die Ereignisse, die mich zu dieser Meinung gebracht haben. Und diejenigen, die noch nie gehandelt haben und pauschal ein Urteil fällen, auf die sollte man sowieso nicht hören. So, also das ist mal Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer 2, und der ist auch ziemlich spannend, in dieser Diskussion, dann ging es dann um, naja, wir nennen das bei uns immer Einzelschicksale. Ne? Also das sind immer so Einzelschicksale, wenn einer irgendeinen Trade hervorruft oder hervorholt und sagt, genau an dem Tag hätte das nicht funktioniert und da wäre es schief gegangen und so weiter und so fort. Und da werden ein paar Dinge aufgezählt. Da wird zum Beispiel aufgezählt, natürlich nochmal das vom letzten Jahr, die Geschichte mit den Optionsellern. So, also optionseller.com, Erdgas. Jetzt muss man aber Folgendes wissen. Wenn du halt solche Märkte handelst, ne, dann musst du dich in diesen Märkten auch ein bisschen auskennen. Ich nenne euch jetzt drei Beispiele insgesamt, wo ich ganz klar sagen kann, warum sind diese Trades so unglaublich schief gelaufen? Ein Punkt war immer, dass die Leute, wenn sie sehr viel Geld verloren haben, immer ein beschissenes Money Management hatten. Punkt. Ne, das war immer der Hauptgrund. Beschissenes Money Management, das ist nun mal so, das führt halt über kurz oder lang immer zu großen Verlusten. Und das hat nichts mit der Methode zu tun, sondern es hat immer was zu tun, wie ist deine Positionsgröße. Und da spielt es keine Rolle, ob es Optionen sind oder Spreads oder nackte Optionen oder Option Spreads oder Aktien oder was auch immer. Ein beschissenes Money Management, ein beschissenes Risikomanagement führt zu beschissenen Ergebnissen. Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn du bestimmte Märkte handelst, musst du eben die Besonderheiten dieser Märkte kennen. Und da fangen wir mal an. Erdgas. Ne? So, ich schreibe euch das mal ganz kurz auf, dass wir diese drei Punkte haben. Also hier Natural Gas. Auf was muss man da achten? Ne? Oder was musste man im letzten Jahr achten? Erstens waren das die sogenannten, ich nenne es mal das saisonale Pattern oder saisonale Muster, könnte man es jetzt auch nennen. Jungs von optionseller.com, letzte Woche schon erläutert, haben eben Call-Optionen verkauft in Märkten, die dazu neigen, zu dieser bestimmten Jahreszeit, das sind die sogenannten Wintermonate, also November, Dezember, Januar, Februar, extrem durch die Decke zu gehen. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat und sich mit den Märkten beschäftigt, der weiß, dass man, wenn man diese Märkte handelt, tendenziell eher Put-Optionen verkauft, als dass man Call-Optionen verkauft. Und wenn man eben schon Call-Optionen verkauft, dann muss man das in so geringem Umfang machen, beziehungsweise eben von mir aus auch über Spreads, dass solche Dinge wie im letzten Jahr nicht passieren können. Das heißt also, zu dem extrem schlechten Money Management kam hier auch noch dazu, dass man eine ganz wesentliche, fundamentale Komponente nicht beachtet hat. Nächster Punkt. Da wird ein Trade angesprochen in Crude Oil. Und zwar welcher Trade wird angesprochen? Das wird auch dann hier explizit mit Zahlen benannt. Es gab kürzlich doch diesen Angriff auf dieses Ölfeld in Saudi-Arabien mit Drohnen.
Also zumindest war das, was wir in den Nachrichten lesen konnten, weil niemand von uns hat das ja gesehen. Und es war an einem Wochenende und am Montag dann sprang der Markt, ich glaube, um 12 oder 13% in die Höhe. Und da wurde dann gesagt, ja, wenn du da Calls gehabt hättest, dann hättest du so und so viel Geld verloren und so weiter und so fort. Und jetzt sage ich euch was. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt Optionen im Markt. Aber wir hatten keine Call-Optionen im Markt, sondern wir hatten Put-Optionen im Markt. Also das heißt, der Preis explodiert. Wenn du hier Calls hast, hast du ein Riesenproblem. Wir haben Puts und haben überhaupt kein Problem, sondern verdienen an diesem Tag Geld. Und warum hatten wir jetzt Puts? Weil wir schlau sind? Nein! Weil wir nicht schlauer sind als andere, aber weil wir auf einen Punkt achten. Wenn du Rohstoffmärkte handelst, dann musst du dich zwingend mit den COT-Daten beschäftigen, mit den sogenannten COT-Daten. Ja? COT-Daten. COD, die Commitment of Traders. Und diese Commitment of Traders-Daten waren schon 2 oder 3 Wochen vorher so extrem bullish auf diese Märkte, dass du einfach keine Calls mehr schreiben durftest. Also jeder, der bei uns zum Beispiel im Future- und Future-Options-Seminar war und diese Systematik anwendet, hatte zu diesem Zeitpunkt Put-Optionen im Markt und keine Call-Optionen. So, weil der Markt war prädestiniert dafür, nach oben zu gehen. Und das heißt, der wäre auch wahrscheinlich nach oben gegangen, wenn dieser Drohnenangriff nicht gekommen wäre. Aber durch diesen Drohnenangriff, durch dieses externe Ereignis, ist eben der Impuls verstärkt worden. Das ist so ähnlich wie, geht mal ganz weit zurück, das Jahr 2001, 9/11. Ihr wisst, durch diese Angriffe in New York ist der Aktienmarkt extrem eingebrochen. Aber wenn ihr euch das im Chart mal anschaut, dann habt ihr gesehen, der Markt war ohnehin schon in einem absoluten Abwärtstrend, sehr starken sogar, und diese Ereignisse haben das Ganze dann nochmal verstärkt. Das heißt, solche externen Ereignisse, die wir niemals erahnen können, verstärken immer den vorherrschenden Trend. Es ist ganz, ganz selten und mir ist eigentlich kein Ereignis bekannt, wo man sagt, ein extrem starker Trend wird durch so ein externes Ereignis komplett gedreht. Da gibt es vielleicht mal eine kleine Delle oder was, aber das wird nie komplett gedreht. Sondern meistens verstärken solche externen Ereignisse immer nur den vorherrschenden Trend. Okay? So, das ist also zweites Beispiel. Hier oben auch wieder Fachwissen über das Natural Gas nicht vorhanden. Hier wieder keine COT-Daten betrachtet. Drittes Beispiel, was aufgezählt wird, Schweizer Franken. Schweizer Franken, 15. Januar 2015. Die Schweizer Nationalbank hebt die Bindung des Frankens an den Euro auf. Bumm. Riesenexplosion. Innerhalb von Millisekunden explodiert der Markt und ganz viele Leute, gerade Forex-Trader, sind an dem Tag pleite gegangen. Sogar einige Brokers sind pleite gegangen, zum Beispiel Alpari aus Großbritannien. So. Und auch da wird wieder ein Beispiel aufgeführt. Was wäre denn da gewesen, wenn man da nackte Optionen drin gehabt hätte? Und das sage ich dir ganz einfach. Niemand, der bei Verstand ist, hat in diesem Markt Optionen gehabt. Und zwar warum? Nicht etwa, weil man wissen konnte, dass der Schweizer Franken so nach oben geht, sondern weil der Markt für Schweizer Franken Optionen nicht liquide ist. Das ist ein Markt, der ist extrem eng. Das heißt also, sowohl damals als auch heute gehen da keinerlei Optionen um. Das ist so ein illiquider Markt, dass man einfach da keine Optionen handelt, weder kauft noch verkauft. Ne? Das haben wir damals auch schon nicht gemacht. Wir haben Ende 2013 unseren letzten Trade im Schweizer Franken gemacht, weil dann die Liquidität immer mehr nachgelassen hat. Und das ist auch so eine Kernbotschaft, die wir allen unseren Kunden zum Beispiel immer wieder mitgeben. Handelt nur Märkte, die liquide sind. Und deswegen handeln wir keinen Schweizer Franken. Und deswegen handeln wir keinen Orangensaft. Und deswegen handeln wir keinen Frozen Orange Juice. Und deswegen, also ist ja Orangensaft. Deswegen handeln wir keinen Lumber Bauholz. Deswegen handeln wir keine Optionen auf, was weiß ich jetzt, den auf bestimmte Indizes zum Beispiel. Ne? Warum? Weil die Liquidität nicht vorhanden ist. Und das heißt, du kannst doch jetzt nicht sagen, ah, wenn du da dabei gewesen wärst, dann wäre das so explodiert, wenn du einfach so eine simple Grundlage nicht beachtest. Und der Markt ist ja so explodiert, der Schweizer Franken damals, weil er eben nicht liquide war. Ne? Weil er eben nicht liquide war und die Optionen haben sich massiv verteuert an dem Tag. Aber nur deshalb, weil
es keine Marktteilnehmer gab. Und wenn es keine Marktteilnehmer gibt, das heißt, die rausfallen, finden niemanden, mit dem sie handeln können. Die Marktteilnehmer, die Market Maker wissen nicht, wie sie sich hedgen sollen. Also, bumm, explodieren die Preise. In einem hochliquiden Markt, zum Beispiel im Euro, wäre so etwas nie passiert. Warum? Weil es da wahnsinnig viele Marktteilnehmer gibt, hohe Liquidität und so weiter und so fort. Ja? So. Und das sind eigentlich alles so Beispiele, wo man sieht, dass so eine pauschale Aussage, ja, das funktioniert nicht, das ist gefährlich, immer nur an der Oberfläche kratzt. Das hat nie was damit zu tun, was wirklich in diesen Märkten passiert. Und jeder, der diese Märkte handelt, der muss sich eben damit beschäftigen. Und er kann hinterher nicht kommen, kann beleidigt sein, kann sagen, das funktioniert nicht, das ist riskant. Wenn man eben die Basics, und das sind wirklich Basics, bevor man diese Märkte handelt, wenn man die eben nicht drauf hat. So. Und deswegen kommen zum Beispiel ganz, ganz viele zu uns im zum Future-Seminar, Future- und Future-Options-Seminar, weil wir da eben nicht besprechen, du musst eine Delta-10-Option verkaufen oder du musst die Laufzeit wählen. Das ist alles, das kannst du überall dir raussuchen, ne? Sondern weil wir da genau solche Dinge hier besprechen, diese kleinen Insights, die es dann aber ausmachen. Und das ist genau das Gleiche, wenn ihr Aktien handeln würdet, ne? Es ist nun mal so, dass ihr in einer Aktie wie der Allianz, mal als Beispiel, werdet ihr eben andere Ergebnisse mit Optionen, als wenn ihr eine Steinhoff-Aktie handeln würdet, die mittlerweile sehr, sehr illiquide geworden ist oder irgend so ein Nebenwert aus der dritten Reihe. Und deswegen, lasst euch bitte nie, weder von mir noch von jenem anderen sagen, das funktioniert nicht oder das funktioniert, ohne die Hintergründe zu verstehen, okay? Versucht immer selbst euch ein Bild zu machen. Versucht immer zu sagen, warum ist denn damals der Schweizer Franken so explodiert? Warum ist denn damals Crude Oil 12% angestiegen? Glaubt ihr zum Beispiel, dass Crude Oil 12% angestiegen wäre im Jahr 2008, als damals der Ölpreis von 150 auf 35 Dollar gefallen ist? Glaubt ihr, wenn das da passiert wäre, dass der Ölpreis da über Nacht so angestiegen wäre? Im Gegenteil, der wäre wahrscheinlich am nächsten Tag nochmal 5% mehr gefallen, weil der vorherrschende Trend zu stark war, dass die Letzten, die Öl hatten, jetzt auch noch gesagt hätten, jetzt geht's raus. Das heißt, Märkte sind psychologisch, Märkte haben ganz, ganz viel, gerade Rohstoffmärkte haben ganz, ganz viel damit zu tun, wie die fundamentalen Dinge sind, die muss man kennen, die kann man anhand der Cut-Daten, saisonale Pattern, Terminstrukturkurven und so weiter, kann man ganz, ganz viel erkennen, man muss sich aber eben damit beschäftigen. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich will mehr als an der Oberfläche kratzen, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass du einfach mal mit uns sprichst und wir dir aufzeigen, was du alles noch machen kannst. Weil es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten am Markt. Es gibt nicht nur die Aktienmärkte, es gibt nicht nur Spreads, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die du machen kannst. Du musst dich aber eben damit beschäftigen. Wenn dich das interessiert, optionsstrategien.com/termin, trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir sprechen mal miteinander, wie wir dir an dieser Stelle weiterhelfen können. Und ansonsten, macht einfach weiter, lasst euch nichts ausreden, macht eure eigenen Erfahrungen und denkt an das Video von letzter Woche. Solange ihr euer Money Management, euer Risikomanagement im Griff habt, kann beim Optionshandel nichts passieren. Riskant wird es immer nur dann, wenn ihr eben diese grundlegenden Prinzipien, wenn ihr die vernachlässigt, und dann hat das nichts mit dem Handel zu tun, sondern das kann euch in jeder anderen Situation genauso passieren. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Nochmal dir, liebe Claudia, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten erfolgreichen Trade. Freue mich schon darauf, wenn der nächste kommt. Und vielleicht kommst du auch mal irgendwann zu uns und bekommst dann sogar unseren Award. Denn, ihr wisst ja immer, bei uns gibt es immer Awards. Das sind diese hier. Und die heißen nämlich Gewinn erfordert beginnen. Hier ist wieder ein Kunde, der eine bekommt, der Michael. Michael, ne, die kriegst du noch. Und man muss halt mal anfangen. Du hast das gemacht. Herzlichen Glückwunsch, bin stolz auf dich. Mach weiter so. Also, bis dahin, euch allen viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.